waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Was hatten wir zuletzt gemacht? Ich glaube, wir sehen das am besten auf der Karte. Ach genau, Tuchanka waren wir. Wir waren auf Tuchanka unterwegs. Wir waren auf Tuchanka unterwegs. Genau, jetzt müssen wir noch Grunt helfen. Wir haben zuletzt Mortis geholfen. Und jetzt wollen wir Tuchanka helfen. Also machen wir das auch mal. So. Wir müssen Grunt mitnehmen. Und wir nehmen Tali mit, würde ich sagen. Haben wir für ihn ein neues Outfit? Für ihn nehmen wir so ein bisschen kybernetisch hier mit. Tali und Grunt. Annehmen. Auswählen. So, nee, zurück beenden. So wollen wir das machen. Oha. Das Raumschiff ist aber ganz schön am Wackeln, ne? Auf dieser schönen Welt. Ich bin gespannt, was uns in dieser Mission erwartet. Reagenzglas gezüchtete Char zuhören. Gott, wie heißt denn das Volk nochmal? Was habe ich dir gesagt, Schatz? Ist es nicht wunderschön hier? Durch den Namen des Volkes vergessen ist auch gut, ne? Ey, wie doof ist das denn? Und die Salarianer auch. Die kleinen Mistkerle halten sich für oberschlau. Kroganer. Alter. Der Erdnut-Clan hat nach der Vernichtung des Verloc-Clans an Stärke gewonnen. Den Populationsprofilen zufolge hat der Erdnut-Clan die Überlebenden des Verloc-Clans aufgenommen. Größtenteils Frauen und Kinder. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Die Citadel hat diese riesigen Arme und Millionen. Dann wollen wir mal mit Rex reden, unserem alten Kollegen. Halt. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnut-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Shepard. Ich dachte... Shepard, mein Freund. Oh, wie er sich freut. Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnut erst möglich gemacht. Würmer war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnut zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Okay. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Uiuiui. Wie er ihn anlächelt. Ah. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Jo. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Okay.
Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Klingt aber vernünftig. Für Kroganer Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren. Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sowas spricht sich rum. Oh, okay. Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Hä? Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanga zu machen, aber sie sind eine Ausnahme. Oh, das ist schön. Ich habe einen Krogan in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Ich brauche Grant voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, es ist also eine Pilgerreise? Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Mhm. Nun, Grant? Möchten Sie zu den Erdnut gehören? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Okay. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Erdnut-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Erdnut-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Okay. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat Okir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut, deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Spannend, okay. Und Rex, Sie ist ein ganz schön hohes Tier, ey. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Naja, ist ja so ein Clan-Anführer, ne? Mit dem Schaman reden. Bist du denn wirklich glücklich in diesem Lager?
wo die Energie ständig zusammenbricht und Pyjax, Varen und alle. Hey, was ist hier los? Geben Sie mir einen Grund. Sie überschreiten Ihre Grenzen, Gettatak Ulvenk. Die Riten der Ördnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Ödnat Rax hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu bitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Grunt? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein. Aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Okay. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Okay. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Alter, die Birne ist doch viel zu hart. Sie wagen es. Ja. Dieser Mensch gefällt mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Naja, mach mal. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt ihr Problem. Das ist gut. Mr. Daddy, Timo. Na, Alter, was für ein Typ. Spielen wir anderes Spiel. Nee, das muss ja durchgespielt werden. Die Story ist mega gut. Und das Volk hier ist auch gerade total geil. Diese Kroganer, die haben es voll in sich. Und nochmal hier, ne? Herzlichen Glückwunsch, mein Bester. Herzlichen Glückwunsch. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Und mach mal den Caps Lock aus. Auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zur Grunts-Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Niemals. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Wie geht's dir? Ja, soweit geht's mir ganz gut, ganz gut. Ich brauche dich, glaube ich, gar nicht fragen. Ich glaube, du bist überglücklich, ne? Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig! Bin ich mal gespannt, was wir machen müssen. Ja, glücklich und müde in eins. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das verstehe ich sehr gut. Aber komm, jetzt hast du es hinter dir. Den ersten Part hast du hinter dir. Das zweite, sagtest du ja, sollte kein Problem sein. Ist die neueste Narbe, die Kuchanka davongetragen hat, die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert.
Sie hat Bestand, wie die Kogana. Wenn Sie sich dem Ordnungsklan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kogana. Okay. Ja, zum Glück. Hab jetzt noch 5 Fahrstunden und dann kommt die Prüfung. Ja, ich... Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Das glaube ich dir auch, dass du das schaffst. Das wird schon. Also ich fand auch, die Fahrprüfung war echt das Einfachere. Fangen wir an, wieder hin. Boah, bis gleich. Aber auch Zeug drin, ne? Fangen wir an, Shepard. Ja, geht doch gleich los. Den Schlüsselstein. Wie viel hier rumliegen? Jamiel, na, moin. Bei mir ist alles ganz gut. Und bei dir? Ja, geht doch gleich los. Sie den Schlüsselstein. Geht gleich los, Grunt. Ganz schön gruntig, der Junge. Hier ist eine Munition. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Arbeiten wir sonst. Oh, bist du gerade an der Tanke? Lass ihn nicht erwischen, mein Wisser. Dann wollen wir mal. Zuerst eroberten die Kogana Tushaka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. Alter. Da kommen sie. Ich bin bereit. Wer kommt? Welche denn? Ah, die versteckt sich da unten. Schlüsselstein aktivieren. Machen wir. Hallo, hallo, hallo. Darum, darum, darum. So. Bereit für eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen emporgehoben, um die Ängste einer Galaxie zu verdienen.
Schemel, ist denn viel los, sag mal. Der Tod wartet. Ui. Nicht auf mich schießen, Idiot. Mich gemeint. Prinzessin, dreh dich doch mal um. Waffenbereit. Kampfdrohne unterwegs. Das war schon wieder. Ritual fortzusetzen. Nun tragen alle Kroganer die Genophane in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel. Überleben. Hören Sie das? Alles vibriert. Ich bin wach. Das ist hier so ein Dreschlund, ne?
kein Überleben. Hier gibt's nur besiegt oder tot oder lebendig. So sieht das aus. Wir bekommen Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Ein gieriger Hund. Ah, der Typ. Sie sind am Leben. Und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Das war ja auch kein Kraner. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich, Sie behaupten, Sie seien rein? Und kein Alien war an Ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Keer? Sie wirken unsicher, Uwenk. Was haben Sie vor? Grunt wird jetzt viel Respekt entgegengebracht werden. Seine Stärke mag künstlich sein, aber das ist ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Ja. Es ist Ihre Entscheidung, Grunt. Und sie scheint Ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uwenk, Sie sind der Heuchler. Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Ja, ja. Dann holen Sie ihn sich doch. Er hat sich die Waffe gerade in den Kopf gesteckt. Das ist Härte. Alter, was für eine Pistole. Macht ja mal Krankenschaden. Das war's, ne? Uwenk ist nur noch totes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Er kann ja darauf. Okay. Wer ist er denn? Oder? Bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Cool. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grunt, Sie sind jetzt ein Erdnot. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist mein Kampfmeister. An ihn kommt keiner heran. Verstehe. Cool. Glückwunsch, Erdnot Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Okay.
Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schamanen wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes. Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan. Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre. Und darin sind die Krogana Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzend Mal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Cemil, sag mal, wenn du noch da bist, ne? Hast du Spätschicht? Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Krogana in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Krogana ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Okay. Erzählen Sie mir von den Ritualen und Zeremonien der Krogana. Sie haben den Initiationsritus gesehen. Krogana durchleiden bei der Geburt den Lebensritus, sowie später den Ehrenritus, wenn sie zur Fortpflanzung anerkannt werden wollen. Der Vorreiterritus wird abgehalten, bevor ein Kroganer zum ersten Mal einem neuen Feind entgegentritt. Daneben gibt es noch zahlreiche Riten, die der Anführer des Clans im Dienste seiner Leute bestehen muss. Welche Riten mussten Sie durchlaufen, um Oberschamane zu werden? Schamane zu werden ist sehr anstrengend. Ich habe Riten durchlitten, bei denen ich meinen Tod herbeisehnte. Meine Seele ist voller Narben. Ich halte jeden Abend und jeden Morgen in der Dämmerung Rituale ab, um die Bindung zur kroganischen Natur nicht zu verlieren. Unser Geist lebt von Gewalt und Tod. Darauf muss ich stets eingestimmt sein. Schrecklicher Job. Klingt so. Allerdings. Das klingt auf jeden Fall so. Ich gehe jetzt. Mögen Ihre Gegner stark genug sein, Sie wachsam zu halten. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Okay, Missionszusammenfassung. 750 Erfahrung. Kurzzeitig aber beträchtliche Verstärkung Ihrer Panzerung. Schön. Neues Outfit. Schrotflinte Schaden. 24.600 Credits und 2.000 Platin. Schön. Das ist cool. Das ist cool. Diese Welt ist nahezu zerstört. Und die Kroganer haben sich das zum größten Teil selbst zuzuschreiben. Da müssten Sie doch Bescheid wissen, Quarianerin. Wie geht's denn Ihrer versklavten Maschinenspezies? Wir wurden von unserer Welt vertrieben, aber die Kroganer vernichten ihre selbst. Vielleicht müssen sie sie erst verlieren, um zu erkennen. Hast du gehört, dass die Tankzüchter und der Mensch einen Dreschflug erledigt haben? Tja. So, Probenbett kam. Ein falscher Shit, Shepard. Was? Und was dann? Rufst du mir oder was? Ja, okay. Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Ja, dann mach mal. Hier geht es runter. Ich glaube, hier geht es um Schiff, ne? Ja. Der Erdnott-Clan hat nach der Vernichtung des Verloc-Clans an Stärke gewonnen. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere... Oh, warum wird denn das immer abgebrochen, wenn jemand anfängt zu reden? Gehen Sie zum Clan. Erdnott Ground. Sie können sich frei bewegen. Okay, danke. Aber... So, jetzt haben wir hier noch ein paar. Altes Buch, vermisster Kunden. Dem Commander der Kundschafter berichten. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das sollten wir vielleicht nochmal machen.
Machen wir. So, wo haben wir den denn? Schließen Sie Wetten auf die Grube ab, Mensch. Wir werden... Genau. Mein Kundschafter ist zurückgekommen. Er liegt jetzt im Zelt. Er weiß nur noch, dass er gefoltert wurde. Und er erinnert sich an sie. Er sagte, sie hätten ihn angeschrien, bis er aus der Basis und hierher zurückgehumpelt ist. Was? Sie haben wirklich Mut, Mensch. Danke, dass Sie meinen Kundschafter gerettet haben. Dadurch muss ich nicht schon wieder einen neuen ausbilden. Kein Problem, mach ich doch gern. Ist hier viel los? Genügend. Varen überall und Schlangen in jedem Wasser, das man bedenkenlos trinken könnte. Rex hat Waffenstillstandsabkommen mit einigen Clans geschlossen. Aber ich muss trotzdem patrouillieren. Das macht es leichter, sich daran zu halten. Hey. Was macht ein Kundschafter-Commander denn so? Wir finden raus, wo die Feinde sind und dann lassen wir sie denken, dass wir zu viele wären, um sich mit uns anzulegen. Manchmal bedeutet das, dass wir ihre Grenzen überschreiten und den einen oder anderen Generator lahmlegen müssen. Ein andermal spielen wir Verstecken. Wir hinterlassen jede Menge Spuren und gaukeln größere Mannstärke vor. Okay, ich glaube, das hatten wir alles schon mal gehört, ne? Haben Ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Danke für die Information. Über den Rest Ihrer Spezies kann ich nichts sagen. Geh weg. Seit der Halter von Erz verstoßen wurde. So. Tuchanka, abgeschlossen. Fälsche ID gefunden. Okay, auf der Zitadelle. Paket für Ish. Was haben wir noch? Ankunft. Admiral Hackett. Feuergänger. Okay, wir machen jetzt erstmal das System hier weg. Der Hund gerade gekotzt. Hacker. Sind die Salarianer ja nicht, sie haben dein ganzes Volk ausgemerzt. So, auf zu Normandy.